Das ist die Howland Family Chart. Das habe ich fotografiert bei den Mormonen. Die sind sehr bekannt dafür, dass die die Genealogie der ganzen Welt im Griff haben. Und als ich da war, war George Bush Jr. gerade Präsident geworden. Und so hatten sie auf der einen Wand seine Genealogie da auseinandergelegt. Und da ist sie und wo sie alle herkommen und wer mit ihm verwandt ist. Und das kommt alles von der Howland-Familie. Das ist eine Familie. Und das kann ja nicht wahr sein. Wer ist denn hier alles Mitglied dieser Familie? Joseph Earl, Joseph Smith, das ist der Gründer der Mormonenbewegung. Und die Mormonen haben die gleichen Armdrücke, die gleichen Geheimnisse wie die Freimaurer und. Naja, so nebenbei immer hell seine Frau. Ach, nein, das kann doch nicht wahr sein. Winston Churchill, das ist der Premier von England gewesen, der ist von der gleichen Familie. Und dann Präsident Roosevelt ist von der gleichen Familie und Richard Nixon ist von der gleichen Familie. Und Gerald Ford ist von der gleichen Familie und George Bush Senior und George Bush Junior sind alle von der gleichen Familie. Das ist ein mega Zufall. Die sind also alle verwandt. Sind sie vielleicht Prinzen? Ist es möglich? Ist es möglich? Hier sind die Werke von Burke's Peerage und Baronetage und Burke's Landed Gentry. Das sind die offiziellen Genealogieschriften in der Welt, die aufzeichnen, wer gehört zu königlichen Familien. Das ist nicht irgendwo ein Blatt, wo einer denkt, der kann hier rumspielen. Das ist offiziell. Und was sagen diese Leute? Die studieren die Genealogie und Stammbäume von wichtigen Persönlichkeiten und Aristokraten, Bibel so genannt. Das ist die Bibel der Aristokratie der Welt. Und da steht geschrieben, Bush ist mit jedem europäischen Monarchen, ob auf dem Thron oder nicht, eng verwandt. Heißt das, die anderen Präsidenten sind dann auch verwandt, ja oder nein? Natürlich, sie kommen aus der gleichen Familie. Al Gore, Stammbaum geht auf Karl den Großen zurück. Drei Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und Edward I. von England zurück. Ist Al Gore dann auch ein Prinz, ja oder nein? Ein buchstäblicher Prinz, ja oder nein? Absolut. Bill Clinton kam in die Welt als William Jefferson Blythe, nahm als Teenager jedoch den Namen seines Stiefvaters an, Clintons Vorfahren mütterlicherseits, können bis zu König Henry III. Zurückverfolgt werden, der England von 1227 bis 1272 regierte. Er ist ein Nachkommen des französischen Königs Robert I. Ist er Prinz Bill Clinton, ja oder nein? Absolut. Ja, wie weit geht denn das? Europäischem Adel verwandte Präsidenten. Und mit wem fängt das an? Das fängt an mit George Washington. Faszinierend. George Washington war der erste Präsident, der den Eckstein legte vom Kapitolgebäude. Und wie hat er den gelegt? Freimaurerisch. Mit Freimaureranzug. Eine Geheimorganisation. Jetzt, das ist nicht Verschwörung, sondern rein Geschichte. Und auf diesem Stein sind die Freimaurer Merkmale. Und seit diesem Präsidenten, merkwürdigerweise, war jeder Präsident königlicher Abstammung. Und hier sind die Verwandtschaften. George Washington, Nachkommen Edwards III. Von England, Thomas Jefferson, Edward III., James Madison, Edward I., John Quincy, Edward III., William Heinrich Harrison und so gehen wir durch. William Taft, Nachkomme von Edward I., Waring Harding, Edeltraud von England, Calvin Coolidge, Hoover, Roosevelt, Ford, Bush. Was von den Modernen? Wie steht's denn da? Was, wenn dieser Mann Präsident geworden wäre? Er hatte ja eine Chance. Sein Name war
Cain. Berks Peerage London, jede Präsidentenwahl in Amerika seit George Washington im Jahre 1789 bis zu Bill Clinton ist von den Kandidaten mit den meisten britischen oder französischen königlichen Genen gewonnen worden. So nebenbei, das englische Königshaus hat das deutsche Blut in sich, ja oder nein? Absolut, Königin Victoria ist verwandt an alle anderen Könige in dem ganzen Europa. Und auf ihrem Sterbebett konnte sie nur Deutsch reden, weil sie war Deutsche. Von den 42 Präsidenten bis Clinton waren 33 mit zwei Personen an der Wand. Alfred der Große, König von England, und Karl der Große. Und so geht es weiter. Die Kontinente sind immer von denselben britischen und europäischen Königsfamilien besessen und regiert worden und denen Geschichtsbücher schreiben, sie seien in den sogenannten Unabhängigkeitskriegen besiegt worden. Gab es überhaupt so eine Unabhängigkeit? Telegraph, CO, UK, jetzt. McCain und Obama haben gleichen königlichen Stammbaum. Bitte. Ist doch ein schwarzer Präsident. Der hat einen königlichen europäischen Stammbaum? Ja, von Mutters Seite. 14. Januar 2008, John McCain, der republikanische Präsident, Anwärter, und Barack Obama, sein demokratischer Rivale, stammen angeblich beide vom selben schottischen König ab. Nachforschung eines amerikanischen Genealogen. Naja, interessant. Noch eins. Obama kann auf mindestens zwei königliche Vorfahren verweisen. Wilhelm I., dem Löwe, König von Schottland, und Heinrich II. Von England. Er ist mit mindestens sechs US-Präsidenten verwandt. Jimmy Carter ist sein vierter Cousin, Harry Truman, siebter Cousin, zweiten Grades, zwei George Bushes, zehnter Cousin, Woodrow Wilson, James Madison. Und er hat gesagt, und ihr könnt es euch ansehen, wenn ihr es wollt, ihr könnt seine Speech anhören, wo er sie gegeben hat, geht mal nach YouTube und sucht Obama und sucht Cousin von Dick Cheney, und da werdet ihr sehen, er ist der Cousin von Dick Cheney, und er hat selber gesagt, mein Cousin im Weißen Haus, hat er gesagt. Könnt ihr euch selber anhören, ich habe es gehört. Catholic News Service, katholische Kirche, Vatikanstadt, Papst gratuliert Obama. Papst Benedikt hat Barack Obama nach seinem Wahlsieg am 5. November eine persönliche Botschaft gesandt, in der er ihm gratuliert und Obama sowie das Volk der Vereinigten Staaten in seine Gebete einschließt. Jesuitenpater Federico Lombardi, Sprecher des Vatikans. Ja, faszinierend. Geschichte ist mehr interessant als Verschwörung. Sagte, weil die Botschaft an Obama persönlich gerichtet sei, wolle der Vatikan den vollen Wortlaut nicht veröffentlichen. Er versicherte ihm seiner Gebete, Gott möge ihm seiner großen Verantwortung für sein Land und die internationale Gemeinschaft helfen, sagte Pater Lombardi. Faszinierend. Der Papst betete außerdem, dass Gottes Segen ihn durch und das amerikanische Volk erhält, sodass sie mit allen Menschen guten Willens eine Welt des Friedens, der Solidarität und Gerechtigkeit bauen könnten, sagte der Sprecher. Der erste amerikanische Präsident, der offiziell vom Papst gesegnet wird. Faszinierend, ne? Faszinierend. Ich liebe Geschichte. Ich liebe Geschichte. Der höchst ehrenswerte Orden des Bades. Wir brauchen ja nicht wieder alles durchstudieren. Und welche Amerikaner sind in letzter Zeit von Großbritannien geehrt worden? Jetzt ist das Großbritannien oder ist es die Krone, die sie ehrt? Es ist die Krone. Und wem gehört die Krone? Die Krone gehört den Templern. Und wem gehören die Templern? Die Templer gehören dem Papst. Der Bürgermeister von New York, der ist verehrt worden. Steven Spielberg, er ist Ehrenritterkommandeur. Was machen denn diese Filmmagnaten für den Papst, dass sie so geehrt werden? Die ehemaligen Präsidenten George Bush, Ronald Reagan,
Die Generäle Norman Schwarzkopf und Colin Powell. Meine Güte, das ist ja spannend. Kaspar Weinberger. Ach, das ist ja faszinierend. Naja, so wie die New Yorker Polizeidirektor Bernard Kerik, New Yorker Feuerwehrdirektor Thomas von Essen. Die sind alle Mitglied dieses Ordens. Jetzt, bevor wir zu dem Kronentempel gehen, unter der Herrschaft des Geheimnisses Babylon, denke ich, machen wir jetzt eine Pause und kommen wir zurück zu der nächsten Episode nach einer Verschnaufung.